wenn wir wissen, und das ist ja nicht irgendeine Ausgeburt irgendwelcher NPD-Fantasten, dass Deutschland nicht souverän ist, sondern wenn wir wissen, dass auch der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble 2011 während des Europäischen Bankenkongresses in Frankfurt sagte, dass Deutschland seit 1945 zu keinem Zeitpunkt jemals vollständig souverän war und erklärt, dass die alte Weltordnung, und er meint mit alter Weltordnung die Ordnung der Nationalstaaten, quasi abgehakt ist und dass wir jetzt sozusagen zur neuen Weltordnung kommen müssen, die jetzt quasi in Bestehen begriffen ist, in der die Grenzen abgeschafft werden sollen, in der Menschen wie Kapital von einem Kontinent zum anderen verschoben werden sollen. Da glaube ich, ist es auch an der Zeit und ist es immer Zeit, auf die mangelnde Souveränität Deutschlands, aber aller Staaten in Europa hinzuweisen und einzufordern, dass wir in Deutschland endlich wieder Herr im eigenen Hause sein wollen. Wir wollen endlich Souveränität und Selbstbestimmtheit für Deutschland, für unser Vaterland.